Ja, ich fahre LKW mit Anhänger und man muss auf die Objekte ganz dicht drauf fahren, damit man lenken kann. Also LKW fahren ist schwer. Wir haben jetzt hier verschiedene Arten von Zöpfen gezeigt. Wir zeigen den jungen Leuten auch, wie eine Brezel geschlungen wird. Beim Nagel muss man das Bestreben haben, dem Nagel auf den Kopf zu schlagen. Wir erleben hier 2000 Mal Zukunft in der Halle 02 in der Bahnstadt in Heidelberg. 2000 junge Menschen, die unsere Hoffnung, unsere Zukunft sind und die wir begleiten können, neue Berufe zu finden, ihren Beruf. Und wir zeigen an über 50 Ständen 160 verschiedene Berufe. Hier werden heute Karrieren begonnen, hier werden Zukunftsweichen gestellt. Ich bin hier, um eine Ausbildung zu suchen. Ich möchte so gerne Bürokauffrau, Industriekauffrau werden. Ich würde gerne so Handwerker werden, Schreiner. Also ich will irgendwas mit Hotelfachfrau machen. Handwerkliches, wie Sanitär, Mechatroniker. Ich möchte entweder Arzthelferin werden oder Bankkauffrau. Das Spektrum ist unheimlich vielfältig vom Handwerkerberuf. Wir sind sehr froh, dass wir sehr viele HandwerkerInnungen dieses Jahr dabei haben, mit sehr unterschiedlichen, sehr attraktiven Berufen, aber auch im technischen Bereich, im Bereich der Pflege, der Dienstleistung bis hin zum Hubschrauberpilot haben wir die vielfältigsten Angebote. Der Renner ist eigentlich Mechatroniker, ein Beruf, bei dem man eben Metallverarbeitung, also Mechanik und Elektronik kombiniert. Also für uns wird es immer wichtiger, dabei zu sein, weil einfach die Nachfrage etwas zurückgegangen ist in diesen Berufen. Es ist ja ein Dienstleistungsberuf. Leider wollen immer weniger Jugendliche in die Dienstleistung gehen. Das liegt mit Sicherheit an der Arbeitszeit. Zunächst interessiert sie natürlich, was in einer Bücherei passiert. Sie interessieren sich für die Berufsschulwege und sie interessieren sich sehr stark auch für die Praxis. Dass sie einfach mal ausprobieren sollen, ob ihnen das liegt. Und dass sie halt mal das Gefühl für die Haare kriegen. Ob sie dann sagen, ja, das macht mir Spaß oder nee, das macht mir gar nicht Spaß. Also das ist halt das Gute daran. Weil es Berufe zum Anfassen sind, wie der Titel ja auch sagt, man den direkten Austausch haben kann. Die Firmen können sich präsentieren, teilweise mit ihren Azubis schon, die dann so die Augenhöhe herstellen zu den Schülerinnen und Schülern. Und die können in der Tat etwas in die Hand nehmen, ausprobieren und nicht nur Papier mitnehmen. Also ich finde, es ist schon wichtig, weil man kann ja so im normalen Leben kannst du nicht einfach hingehen und sagen, ja, können Sie mir mal das und das sagen. Und das ist halt dann eine gute Chance, mal die Leute zu fragen. Man kann fragen, was man für einen Abschluss man braucht oder wie viel man verdienen kann. Ich finde es gut, weil dann kann man sehen, ob man den Beruf will oder nicht, wie der eigentlich ist. Und ich wusste auch nicht, dass viele Firmen auch mit Hauptschulabschluss ausbilden und Werkrealschule, weil ich dachte immer so Fachhochschule. Wenn man sich dann für einen Beruf entscheidet und dann die Ausbildung macht und es einem dann doch nicht so gefällt, dann ist es ja vielleicht schon zu spät. Also ich denke, es gibt nichts Schwierigeres, wie den richtigen Beruf zu finden. Und dann ist es eigentlich mal ganz schön, dass man für kurze Zeit mal irgendwo so ein bisschen den Einblick bekommt oder einen Überblick, was es überhaupt alles so gibt. Wir waren letztes Jahr auch schon da und ich finde, irgendwie jetzt viel größer und mehr Berufe und so, und das ist eigentlich ganz cool. Ja, wir haben sehr viele Kontakte knüpfen können. Ja, es hat sich eigentlich schon gelohnt.